Heute haben wir Dr. Rüdiger Dahlke zu Gast im Podcast und du erfährst nicht nur die verschiedenen Formen vom Fasten, unter anderem Weinfasten, wo du richtig in Ekstase kommst und Wein trinken kannst, und eine Form von Fasten, die ja, du jeden Tag machen kannst, ohne auf irgendwas zu verzichten. Mega, mega easy. Und er geht dann über in das Thema Peace Food. Was kannst du nach dem Fasten machen? Warum fällt es dir dann einfach, komplett vollwertig, pflanzlich, vegan zu ernähren? Er geht über das Thema Hollywood-Therapie, wie du mit einfachen Hollywood-Filmen nicht nur deinen Geist, sondern eben auch deinen Körper und deine Seele transformieren kannst. Er berichtet, warum Wikipedia und die öffentlichen Rechtlichen mit Recht überhaupt nichts zu tun haben und eigentlich Hetzorganisationen sind, und gibt jede Menge praktischer Tipps, wie du und was du essen kannst an Nahrungsergänzungsmitteln und was wirklicher Quatsch ist. Wir gehen unter anderem eben auch auf vegan, ketogen ein und vieles, vieles mehr. Und wir haben den ein oder anderen ganz kurzen Abbrecher in dieser Episode. Also lass dich da nicht stören. Nach 1-2 Sekunden geht es direkt wieder weiter. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem famosen und wirklich, wirklich witzigen Dr. Rüdiger Dahlke. Heute habe ich eine richtige Koryphäe im Vegan-Podcast und sogar live per Video zugeschaltet, und wir reden über Dr. Rüdiger Dahlke, Autor von gefühlt über 500 Büchern, nee, ich glaube es sind mittlerweile über 50 tatsächlich. Er ist, wie viel hast du? 74. 74, alter Schwede, ja. 74, ist nicht genau zu sagen, weil ich mit anderen zusammen auch geschrieben habe, ne? Also unglaublich, dieser Mann, ich kenne ihn seit Jahren, er begleitet mich lange, er hat das Vorwort zu meinem Buch Vegan Kochen mit Lupine geschrieben, ist also auch ein sehr großer Lupinen-Fan, ist wie gesagt Doktor, ja, vollumfänglich, holistisch, hat ein Seminarumfeld in Tamangar in Österreich und vieles, vieles mehr, was er vorstellt. Und heute geht es ganz speziell um das Thema Fasten, Online-Fasten, wie du danach auch wieder gut in deine Ernährung zurückkommst. Da ist ja sein großes Standardwerk Peace Food über die vegane Ernährung. Auch darüber werden wir uns heute unterhalten. Und dann gegen Mitte und Ende des Podcasts unterhalten wir uns über ein ganz spezielles Buch, nämlich die sogenannte Hollywood-Therapie, wie du mit Filmen dich auf einfache Art und Weise therapieren kannst. Also seid ihr auf jeden Fall gespannt, bleibt dran, und jetzt sage ich erstmal, lieber Rüdiger, wie gut geht es dir, mein Lieber? Geht mir sehr gut. Ich habe gerade 4 Wochen Fasten hinter mir, also 2 Wochen Fasten wandern, da gibt es ja beim Weinfasten gibt es ja Wein und gibt es auch ein bisschen Gemüsesuppe. Geil. Aber die letzten 2 Wochen waren richtig Fasten. Körper, Tempel, oh, der Seele, Fasten, Schweigen, Meditieren. Und dann bin ich so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, hier sieht man es am besten. Also er hat wieder abgenommen, er sieht noch besser aus wie vorher sozusagen. Und ja, jetzt hast du schon ein paar Dinge gehört. Weinfasten. Ich habe ja sogar eben auch gehört, dass beim Fasten, also bei dir beim Fasten, man frühs einen Smoothie nehmen kann und abends auch eine Gemüsesuppe. Also das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so hart, wie es ursprünglich klingt. Erzähl uns doch mal ein bisschen am Anfang, warum sollten wir denn fasten aus deiner Sicht? Wie oft im Jahr und wie läuft dann so ein Fasten ab? Erzähl mal. Es gibt ja so viele Formen von Fasten, Christian. Ne? Also die einfachste wäre jetzt mal das Kurzzeitfasten. Das ist, dass du einfach, aus meiner Sicht, die einfachste Form von Kurzzeitfasten ist nicht das einen Tag Fasten, einen Tag Essen, sondern dass du einfach am Tag lange Fastenpausen machst. Also zum Beispiel, die mildeste Form ist wieder einfach 8 Stunden Essen. Ne? Frühstück, Mittag, Abendessen, aber spätes Frühstück, frühes Abendessen. Dann hast du 8 Stunden zum Essen und hast dann trotzdem 16 Stunden, wo du nicht isst und also fastet, und das Frühstück ist dann echt Breakfast. Das ist schon viel gesünder als dauernd diese Snacks und so weiter. Da, Marc, ja, da reden wir jetzt von dem typischen Intermittent-Fasten oder Intervallfasten. Dazu vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel frühs nichts esse und dann mittags das erste Essen, sollte ich da auch dann nichts trinken? Also kein Kaffee, auch kein schwarzer Kaffee, keinen grünen Tee und so weiter, oder? Also komplett trocken bleiben? Nee, du kannst es natürlich trinken.
Ah, okay. Also das heißt, ein grüner Tee zum Beispiel oder ein schwarzer Kaffee unterbricht das Fasten nicht. Ich dachte immer, das unterbricht dann quasi die Entgiftung. Also ein dunkler, ja klar, Kaffee ist immer dunkel, der ist schon am ehesten, weil die Röststoffe ein bisschen den Magen auch reizen können und so weiter. Aber jetzt grüner Tee, das ist praktisch fast ohne Tein, den kannst du gut nehmen. Also nehme ich auch und da ist der Effekt nicht unterbrochen. Keiner Weise. Also Mega. weglassen mit, dann Abend oder Abendessen weglassen ist so die simpelste Form. Kannst am Wochenende einsteigen, am Samstag einfach mal ausschlafen, dann wenn du aufwachst, schöne Dinge machen. Also zur Not, da kannst du auch lesen oder einen Film schauen, aber gibt noch schönere. Und da mittags dann kann man sich zusammen Brunch machen und den kann man ruhig erst um 12:30 essen. Und dann frühes Abendessen, dann hast du schon sowas wie 6 Stunden Essen und dann bleiben natürlich entsprechend dann 18 Stunden Fasten. Ja, mega. Was ist so mit so Zuckeraustauschstoffen wie Erythrit und so weiter? Empfiehlst du die grundsätzlich oder kann ich die auch während des Fastens mit dem Tee zu mir nehmen? Ja, kannst du gut. Also ich empfehle am liebsten Erythrit. Das ist eine Form von Erythrit. Das Ja, schmeckt mir ja. am besten. Das ist etwas, was du wunderbar nehmen kannst. Wir haben jetzt sogar so eine Schokolade entwickelt, habe ich mitmachen dürfen. Also da ist keine Milch mehr drin und kein zugesetzter Zucker, nur was natürlich im Kakao ist und gesüßt mit Erythrit. Das schmeckt Super. super. Also das. Da schickst du auf jeden Fall die Links. Wir packen die mit in die Shownotes sozusagen und da kann jeder da mal reingucken. Also das ist quasi so die einfachste Art vom Fasten. Mache ich auch täglich. Ist überhaupt kein Problem mehr sozusagen. Würdest du denn sagen, da gibt es ja auch eine Form, wo du einmal die Woche fastest und 24 Stunden nichts isst? Sowas auch denkbar oder muss sich da jeder einfach finden, was da für ihn das Beste ist? Also wenn jeder seinen Weg findet, ist immer am besten. Ja. Einen ganzen Tag Fasten halte ich für schwieriger als dieses zum Beispiel 18:6 oder eben auch manchmal 20:4. Das mache ich schon über 40 Jahre. Das hat sich bei mir ganz natürlich so ergeben. Du sparst unheimlich viel Zeit und Energie, auch letztlich Geld. Ich habe das mal für mein Buch Kurzzeitfasten ausgerechnet. Da kriegst du eine Villa zusammen im Laufe des Lebens. Und du hast wirklich gesundheitlich enorme Vorteile. Also ich habe gestaunt, wie viel. Da gibt es an die 300 Studien von also renommierten Wissenschaftlern wie Mark Mattson und so, John Hopkins School of Medicine kommt der ja. Also das ist was Verblüffendes. Wie gut es untersucht ist in den USA, kann ich nur sehr empfehlen. Und wenn du das am Samstag und Sonntag machst, bist du schon drin. Ja, da musst du da am Montag noch das Frühstück weglassen. Wo würde ich dir auch empfehlen, machst du einen Smoothie, erstmal am Morgen zum Trinken, so wie halt. Wie Doja Butenko den vorgeschlagen hat. Nächste Vielleicht wäre noch. so Fasten wandern, weil wandern kennst du schon, ist aber unheimlich gesund. Wenn du das noch im Wald machst, ist Waldbaden noch so gesund. Also Fasten wandern im Wald, da hast du so drei Effekte, die wirklich sehr in Richtung dann auch Synergie gehen. Und da könntest du eine Gemüsesuppe dazu essen. Das machen wir immer so, eine richtige Minestrone, aber mit einer speziellen Zusammensetzung. Die habe ich mal von der American Heart Association genommen und abgewandelt. Da ist fast kalorisch nichts drin. Also es ist so ein Nullsummenspiel. Du musst so viel Energie aufwenden, wie du kriegst aus der Suppe. Aber du hast das Gefühl, du hast was im Bauch und du gehst gut. Und da kannst du wirklich sehr viel abnehmen. Aber du baust zugleich wieder Muskeln auf und erhöhst deinen Grundumsatz. Und das ist für alle, die abnehmen wollen, ist das Fastenwandern wirklich optimal. Und das kannst du natürlich dann auch variieren. Eben, wir hatten dann eine Woche Weinfasten mit milden Wanderungen. Und das ist eine Möglichkeit für Bürger, ohne sich irgendwie straffällig zu machen, auch mal Ekstase zu erleben. Wenn du so einen Viertel guten Bio-Wein von einer Sitzung mit dem verbundenen Atem trinkst und genießt, dann haben da viele doch schon beeindruckende Erfahrungen, auch in diesem Bereich eben Ekstase, mal so aus sich raustreten und was ganz anderes erleben. Das ist ja die Bürgerwelt Ekstase ins Psychiatrische definiert. Da gibt es diese Definition aus dem deutschen Wörterbuch der Gesundheit, der Medizin. Da heißt dann, Ekstase ist ein Zustand im Rahmen religiöser Wahnvorstellungen und bei Schizophrenie. Da ist ein kranker Psychiater, der sowas schreibt. Aber es ist typisch für unsere wirklich doch relativ, ja, wie soll ich sagen, verklemmte Gesellschaft. Das ist nochmal eine spezielle Form, die ich auch sehr schätze und gerne mache. Machen wir immer in der Sturmzeit hier in der Südsteiermark, heißt es Sturm. Das ist der unreife Wein, den trinken wir auch mal. Meistens trinken wir einfach sehr guten Bio-Wein.
von den Winzern hier in der Umgebung.